Ja, und wir werfen jetzt hier in der bremischen Bürgerschaft noch mal einen Blick auf eine Person, für die es nicht ganz so gut gelaufen ist heute Abend. Das ist Frank Imhoff, der CDU-Spitzenkandidat, ist im Gespräch bei Phoenix. Guten Abend, Herr Imhoff. Ja, schönen guten Abend. Sie sind ja auch Landwirt und Spitzenkandidat der CDU. Als Landwirt müsste man doch jetzt sagen, da haben Sie eine schlechte Ernte eingefahren. Ich würde mal sagen, die Ernte war nicht überragend, aber die Ernte war okay. Also wenn man sich mal das Ergebnis insgesamt anschaut, ja. Also wir haben unser Wahlziel nicht erreicht, muss man ja deutlich sagen, das war halt so. Aber wir sind mit Abstand die zweitstärkste Kraft geworden hier in Bremen. Und es gibt einen klaren Auftrag der Wählerinnen und Wähler auch in dieser Stadt, dass eben Rot-Rot-Grün nicht mehr weiter regieren soll, sondern dass wirklich hier die Alltagssorgen der Menschen gelöst werden sollen. Und dafür ist die CDU auch gestärkt rausgegangen nochmal. Sie sprechen von einem klaren Auftrag, dass die CDU mitregiert. Dennoch, es ist ja genauso gut möglich, dass Herr Bovenschulte als Wahlsieger weitermacht in der bisherigen Regierungskoalition mit Grünen und Linken. Inwieweit spielen Sie da überhaupt eine Rolle in Sondierungs- oder Koalitionsverhandlungen? Ja, den Auftrag hat natürlich hier der Wahlsieger, das ist die SPD. Und wir hoffen, dass die SPD, und das hat sie angekündigt, auch mit uns sprechen wird. Und dann wird man die Parteiprogramme übereinanderlegen müssen. Und ich glaube, wenn beide Seiten vernünftig sind, dann wird auch was draus. Sie sagen, wenn beide Seiten vernünftig sind, das heißt, die CDU ist leichter zu haben als Grüne und Linke? Nein, das auf keinen Fall. Wir hatten ja unser Wahlprogramm und haben ganz klar gesagt, wo unsere Schwerpunkte liegen im Bereich der Bildung, wo wir hier wirklich immer mit an letzter Stelle bundesweit liegen. Das kann so nicht weitergehen. So, ich glaube, da muss man gucken, ob man diese Veränderung auch mit der SPD hinbekommt. Aber zum Beispiel ein Thema Inneres. Da liegen wir, die SPD und die CDU, gar nicht so weit auseinander. Da waren ja eher die Bremsklötze, immer die Linken und auch die Grünen in der Koalition. Ja. Das heißt, beim Thema innere Sicherheit bieten Sie sich quasi an als Koalitionspartner-Ersatz für Herrn Bovenschulte. Was ist aus Ihrer Sicht für die CDU entscheidend bei möglichen Gesprächen auch mit der SPD, um eine Regierung hier, einen Senat in Bremen aufzustellen? Also ganz klar, für uns ist die oberste Priorität, dass die Alltagssorgen der Menschen hier in diesem Land gelöst werden. Das geht bei der Bildung los, das geht weiter bei Inneres. Und als Drittes ist natürlich auch zu nennen die Verkehrsproblematik, die wir haben und wofür die Grünen ja, ich schätze mal, auch wahrscheinlich die Quittung bekommen haben. Das ist Ihre Analyse zu den Grünen. Schauen wir dann vielleicht noch mal auf die Bürger in Wut. Die sind zweistellig. Inwieweit hat das auch Ihnen geschadet? Weil Sie sprechen ja hier über Polizei, über innere Sicherheit. Aber das ist ja wahrscheinlich dann auch, sind das Menschen auch gewesen, die dann noch einer anderen Partei die Stimme gegeben haben. Ja, es sind halt viele Protestwähler, viele Wähler, die von der AfD, wirklich viele, viele Wähler, die von der AfD wirklich auch zu den Bürgern Wut gegangen sind. Die wollten sie nicht. Und die würden uns sowieso nicht wählen. Also am Ende sind wir für alle Wählerinnen und Wähler erstmal offen in einem demokratischen Land. Aber es geht ja darum, was der Wähler will. So, und wenn die sich auf AfD vielleicht Speech auch geeinigt haben oder darauf abfahren, so what? Also wenn man mit Plakate rausgeht, Messerstecher müssen hier weg. Oder wenn man im Wahlprogramm will, dass irgendwie die Richter hier in Bremen nicht mehr frei arbeiten dürfen, dann ist das nicht meine Art von Demokratie. Und für sowas stehe ich nicht, habe ich nie gestanden. Die CDU ist die Mitte der Gesellschaft. Wir stehen hier genau in der Mitte in Bremen. Und da gehören wir hin. Nicht ganz links, nicht ganz rechts. Und mit denen haben wir auch nichts zu tun. Das sind klare Abgrenzungen von Ihnen. Sie sind im Moment ja auch Präsident dieser Bürgerschaft, weil Sie noch die stärkste Fraktion hier stellen. Das wird jetzt künftig sehr wahrscheinlich nicht mehr so sein. Sie liegen deutlich hinter der SPD. Was ziehen Sie ganz persönlich für Schlüsse aus diesem Wahlergebnis? Ja, ich glaube eben, dass bei diesem Wahlergebnis noch mal deutlich geworden ist, dass aus der Corona-Pandemie heraus mit dem Ukraine-Krieg die Ministerpräsidenten hier auch einen Schwung mit aus diesen ganzen Krisen nehmen konnten, dass sie da persönlich auch eben von profitiert haben. Und da war es als Opposition bei uns ganz, ganz schwer, dort auch gegen anzukämpfen. Aber ich glaube, wir haben unter diesen Konstellationen in diesem Bundesland echt gut was rausgeholt. Und ich bin ganz, ganz stolz auf meine Partei. Die haben gekämpft wie die Löwen. Und ich bin wirklich, ja, ich bin stolz und gerührt, wie sehr hier unsere Leute mitgezogen haben. Wir haben ein gutes Ergebnis hingelegt. Ein gutes Ergebnis, sagt der Wahlverlierer, muss man ja auch noch mal dazu sagen, Frank Imhoff hier bei der CDU. Da möchte ich schon widersprechen. Also Verlierer würde ich uns jetzt hier nicht bezeichnen wollen, weil das sind ganz andere Parteien. Ja? Also wir haben hier nicht ganz unser Ergebnis vom letzten Mal erreicht, aber wir haben ein super Ergebnis hier in Bremen hingelegt. Das möchte ich noch mal betonen. Ein super Ergebnis für Bremen, sagt genau der CDU-Spitzenkandidat zumindest. So deutet er das hier live bei Phoenix im Gespräch. Wir werden jetzt aber an dieser Stelle wieder zurückgeben zu Michaela Kolster.